Morgen, ihr Lieben. Ja, ich starte heute mal ganz entspannt in den Tag. Ja, eigentlich wollte ich gar kein Video machen, wie immer. Ja, ihr seht mich mit Brille. Ich bin erst vor einer Stunde ungefähr aufgestanden und also ich habe jetzt noch gefrühstückt und räume jetzt gleich erstmal alles ab und starte heute ganz in Ruhe meinen Tag. Ja, weil heute ist ja Mittwoch und heute wird das erste Video starten von Thalias Moments. Das werde ich gleich noch bearbeiten. Noah und Elia schlafen wieder. Die werden gleich noch umgezogen. Und ja, dann sage ich mal erstmal bis gleich. So, meine Küche ist fertig. Hab noch schnell die Flaschen gespült und mein nächster Stopp ist Badezimmer. Nehmen wir das hier eben noch mit. Katzen sind auch versorgt. Gut. Nächster Stopp, Badezimmer. Das ist einmal so kochsalzlösend. Und hole meine Kontaktlinsen raus. Ja, und dann setze ich die immer ein. Erstmal. Das ist so meine morgendliche Badroutine. Meistens mache ich dann, gucke ich dann, ob ich mein Gesicht noch ein bisschen pflegen kann oder so. Und ja, dann sage ich mal bis gleich, wenn ich die Augen drin habe. Tada! Augen drin. Ich muss mich immer ein bisschen gewöhnen, weil das ist halt immer ein Unterschied zwischen Brille und Kontaktlinsen. Und bei mir machen das schon fast 50% aus der Sehkraft und deswegen ist das ein bisschen problematisch manchmal. Ja, aber ich müsste mich eigentlich jetzt schon dran gewöhnt haben. Ja, an mein Gesicht habe ich jetzt nichts weiter gemacht. Das sieht aber hier so rot aus. Nö, macht nur die Kamera. Keine Ahnung. Naja, gut. Okay, wir gehen jetzt weiter und ich muss noch mein Zimmer jetzt aufräumen, mein Bett machen. Und mit anziehen und auch die Kleinen anziehen. Also bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Zimmer, aber da haben wir wieder jemanden erwischt. Kuckuck, hallo. Du Freche, du, hä? Du sollst nicht so viel Trockenfutter mampfen. Du sollst das Weichfutter mampfen. Ja, kleine Zicke. So, okay, dann gehen wir weiter. Der sitzt auch den ganzen Tag nur noch hier drin, ne? Der Dicke? Die Dicke, sag mal. Hallo. Ja, du. So, genau. Mein Bett muss gemacht werden. Die Mäuse müssen raus. Mein Zimmer muss aufgeräumt werden. Ja, und dann sehen wir uns gleich. So, die drei Süßen sind fertig und sind schön am Spielen. Und beim Spielen eingeschlafen. Aber das kennt ihr ja auch. Hier, Baby Sophia hat so einen kleinen Rasselball, der rasselt schön. Ja, Baby Sophia hat auch eine Jeanshose an und einen neuen Pullover. Und irgendwie verliebe ich mich wieder in die Maus. Ja, und ich habe mir überlegt, ja, Johanna weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich habe mir echt überlegt, dass ich sie nächstes Jahr zur Johanna gebe, zur Überarbeitung. Weil sie mir doch so am Herzen liegt eigentlich, dass, ja, dass ich sie nicht abgeben möchte. Aber ich möchte sie halt auch nicht mehr irgendwo einfach in die Ecke legen und das war's dann. Sondern ich möchte sie gerne wieder integrieren. Und ja, aber ja, die Zeit hat doch schon einige Spuren hinterlassen bei ihr. Und das sieht man halt auch sehr deutlich und ja. Noah und die Lia sind auch fertig und liebe Ella, das wird dir bekannt vorkommen. Das sind deine Pullis, die du geschenkt hast den beiden. Die passen einwandfrei. Ja, das Bett ist soweit aufgeräumt, bis auf die Ecke da hinten. Die darf ich nicht aufräumen, weil das ist das Lieblingskissen von der Nala, von meiner Katze. Und wenn ich das Kissen wegräume oder ordentlich mache oder ähnliches, dann gibt es hier echt Terror.
Deswegen möchte ich mich mit ihr nicht verscherzen. So, genau. Ansonsten ist halt auch alles ordentlich wieder. Das Bett ist aufgeräumt und ordentlich von den Süßen. Und der Wickeltisch ist fertig. Und liebe Nadja, das wird dir bekannt vorkommen. Das haben wir von der lieben Nadja geschenkt bekommen. Also, wie ihr seht, alle Geschenke, die wir kriegen, werden fleißig genutzt bei uns. Und was ich euch noch zeigen wollte, jetzt werdet ihr das erste Mal erleben, dass auch ich sage, ich habe das schon ganz, 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 ganz lang. Und zwar dieses Buch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das habe, aber ich weiß, das ist schon ganz, 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 ganz alt. Das sind gute Nachtgeschichten, da sind verschiedene Geschichten drin. Und das habe ich, ja, diesen Satz werdet ihr auch von mir das erste Mal hören, im Keller gefunden. Ja, das ist, da sind so verschiedene Geschichten drin und das ist halt ganz schön. Ja, das habe ich, meine ich, öfters mal Emilia vorgelesen, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja, für Emilia haben wir von der lieben Tante Gabi auch was bekommen. Einen Moment. Die Tante Gabi hat mir vorgestern diese süßen Schuhe mitgebracht. Allerdings weiß ich nicht so ganz, ob die der Emilia passen, weil das ist Größe 22. Und Emilia trägt Größe 20 mit ganz viel Glück 21 und bei Stiefeln trägt sie Größe 22 oder 21, 21, 22 so. Ich finde die so süß, die passen eigentlich zu dem bunten, rosafarbenen Kleid und die hat die mir einfach spontan mitgegeben, die sind süß. Dafür vielen Dank, liebe Tante Gabi. Ja, ich warte jetzt erstmal, bis Emilia und Melina zurückkommen und dann mal schauen, ob es denen passt. Und ja, wenn nicht, hat sie gesagt, soll ich sie weitergeben. Und ja, dann werde ich halt noch ein separates Video mal machen, wenn sie nicht passen sollten oder so. Aber die sind so total süß. Die packen wir mal schnell in den Schrank. Genau, was wird bei mir heute noch gemacht? Ich gehe jetzt arbeiten. Ich muss noch einiges machen. Ich wollte jetzt noch einiges machen. Das Video von Talias Moments muss ich noch machen. Das werde ich euch dann gleich mal zeigen. So, jetzt lade ich noch schnell die Auktionen hoch, die ich eben schnell noch fertig gemacht habe. Ich denke mal, es wird jetzt gleich fertig hochgeladen sein und dann ist erstmal damit Schicht. Und dann kann ich mich dem Video von Talia widmen und dann ist gut. Hallo, es ist jetzt schon richtig spät abends. Viertel nach sieben ist es jetzt abends. Ich bin geduscht und ja, meine drei Süßen sind im Bett und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und ich genieße das gerade so sehr, um viertel nach sieben mit allem durch zu sein. So, da sind sie, die drei süßen Mäuse. Der süße Elia, der süße Noah und Sophia. Die kuschelt noch mit ihrer Giraffe. Da ist das Nachtlicht, liebe Nadja, das wird auch benutzt. Ja, ich konnte heute nicht mehr filmen. Ich habe das nicht mehr geschafft. Ich werde morgen noch einkaufen gehen und ja, dann nehme ich den süßen Elia mit und dann werde ich versuchen auch zu filmen. Ja, dann wird das Video morgen oder Freitag reinkommen. Meine zwei Großen sind ja bei Johanna. Und wenn die beiden noch da gewesen wären, dann wäre ich jetzt noch lange nicht fertig. Ja, ich genieße das gerade dermaßen, so so früh fertig zu sein einfach, um viertel nach sieben. Ich bin geduscht, ich bin auch schon im Nachthemd und meine Mäuse sind alle schon im Bett. Und ja, jetzt kann einfach nur noch Entspannung heute Abend sein, Fernseh gucken oder mal gucken, ob ich eine Serie gucke oder so. Ja, und dann war es das für heute. Ich sage jetzt erstmal für heute Tschüss und wir sehen uns dann morgen wieder. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ein neuer Tag ist heute. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Habe mich direkt schon angezogen, weil ich muss mich heute ein bisschen beeilen. Und jetzt werde ich euch mal zeigen,
was jeden Morgen hier auch noch abläuft im Badezimmer. Einen Moment, ich muss euch kurz drehen. So, und zwar das hier. Mein Kater trinkt nur vom Wasserhahn und macht jeden Morgen Spektakel, um das dann machen zu können. Nicht, Dinka? Das geht jetzt hier dicke 10 Minuten so, weil der Herr muss ja trinken. Ja. Ne? Stinker. Du Stinker. Du Stinker. Ja. Ich werde euch heute mitnehmen, den Tag über. Hoffe, dass das alles gut geht und klappt. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich werde jetzt ganz schnell frühstücken. Und dann werde ich die Kinder fertig machen, also die Babys fertig machen, anziehen. Und ja, dann muss ich mich ein bisschen sputen, weil um 11:30 spätestens muss ich eigentlich los. Deswegen werde ich mich jetzt beeilen. Mein Toast ist schon im Toaster. Da, ich warte noch drauf, dass es fertig wird und fertig ist, dann kann ich das schnell essen. Und ja, genau, was haben wir denn heute noch vor für den Tag? Dann, ja, heute Mittag, wie gesagt, muss ich mich beeilen, weil ich gehe ja dann noch einkaufen und ich muss meine Mama noch abholen und dann muss ich dann halt frühzeitig da sein, sonst wird geknatscht. Okay. Das ist jetzt so das Update für heute. Mal schauen, wie ich das hinbekomme, wie ich euch mitnehmen kann. Ja, wenn nicht, bitte nicht böse sein. Und ja, so, mein Toast ist fertig. Da, mein Toast ist fertig. Tada. So. So, wir sind jetzt bereit. Elia ist auch ganz süß angezogen. Ja, und schön eingenudelt, weil ich weiß nicht, wie kalt es draußen ist. Genau, der kleine süße Mann. Schön eingenudelt. Ja, mein Zettel ist fertig. Schön alles aufgeschrieben. Packe ich hier noch in die Tasche rein. Genauso wie ein Kugelschreiber. Genau, so. Ich nehme den halt jetzt so mit. Und ja, wir sehen uns. Hoffentlich vielleicht in der Stadt wieder. Okay, bis gleich. So, wir sind soweit. Wir stehen jetzt noch bei uns vor der Garage. Hab alles eingepackt. Im Hintergrund, da sitzt Elia, sein Maxi-Cosi ist. Und wir fahren dann jetzt los. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Gehen gerade zur Post und ja, Elia verschläft wieder alles. Ja, so sieht's aus. Ja, ich muss Pakete wegbringen, deswegen gehe ich zur Post und ja, hole noch Geld ab. Ja, und die Leute gucken alle blöd. Okay. Wir sind bei der Post angekommen und jetzt muss ich da rein, deswegen mache ich jetzt mal Schluss. So, wir sind jetzt im Kaufland und ich gucke gerade, was ich brauche. Ja, also leckere Weintrauben haben wir schon, sieht man da, yam yam. Und jetzt kriegen wir die leckeren Brötchen. Schau mal hier gucken, genau, da sind sie. Oh, yam yam, komm zu Mama. Wir haben schon seit 2 Wochen keine Brötchen mehr gegessen. Ja. So, nehmen wir mal 3 Packungen mit. Und das reicht dann erstmal. So. Räumen wir die mal eben hier unten ein. Jetzt ist alles da unten. Ja, hoffen wir verlieren nichts. So, jetzt müssen wir noch eben nach Pizza gucken. Da, leckere Pizza.
wir auch schon seit Monaten nicht mehr gegessen. Ja, nehme ich 2 Stück mit für heute Mittag. Ups. Genau. Schwupps. Ui. So. So. Jetzt aber. So, was brauchen wir noch? Okay, da muss ich noch gucken. Okay. Ich filme gleich weiter. Bis gleich. Oh, Leute, guck mal. Ich hab sie. Ich hab sie. Juhu. Oh, toll. Ich freue mich gerade so. Ich habe diese Schnuller endlich bekommen. Und die kosten hier 3 Euro. Also es geht noch irgendwo. Oh, die nehme ich jetzt mit. Plus aus, die nehme ich mit. Ich wollte es euch nur zeigen, weil ich bin so happy gerade. Sogar 2 Stück noch und genau die gleichen. Und juhu, ich hab sie. Ich freue mich zu Hause weiter. Okay. So, ihr Lieben. Oh, wie sehe ich denn aus? Ganz rot. Ja, mir ist aber auch sehr warm. Also ich werde Elia gleich die hellblaue Decke rausholen. Ich habe unter der braunen Decke noch die hellblaue drunter und ich glaube, das ist zu warm. Ich habe Zeitdruck gerade, deswegen fahren wir jetzt auch nicht mehr hier im Ort zum Lidl, also das bei uns in der Nähe ist, sondern wir fahren direkt in den nächsten Ort, wo meine Mama arbeitet, weil ich muss die um 1 Uhr abholen und ich weiß, dass ich beim Lidl noch relativ viel brauche und da könnte sie eventuell dann zu Fuß hinlaufen oder so. Also das wäre nicht das Problem. Wir werden jetzt mal losfahren und dann werde ich vielleicht gleich nochmal was filmen. Mal schauen. Okay. Ja, ihr Lieben, ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden. Wir sind jetzt beim Aldi im anderen Ort, also da, wo meine Mama arbeitet. Das ist noch näher an der Arbeit. Und kann sie wirklich hinlaufen, weil ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, innerhalb von einer halben Stunde oder so fertig zu sein und dann parat zu stehen. Ja, wir nehmen jetzt Noah raus und ja, dann werden wir den Rest noch einkaufen gehen und ups, mal schauen, ob wir dann rechtzeitig fertig sind. So, da ist der kleine Schatz. Moment, ich mache mal hier hinten als erstes los. So. So, dann gehe ich hier rüber, drück auf und hole den Rest auch noch raus. So. Ja, und wir haben ja gesagt, der ist zu dick eingemummelt. Und das ist auch schon 19 Grad jetzt, also es ist echt heftig warm. Deswegen nehme ich jetzt die Decke hier raus. So. Jetzt seht ihr auch, was er anhat. Die Jeans oder die Hose hat er ja gestern schon an. Und dann hat er seine Kuscheljacke an, seinen Winnie-Pooh-Schnulli. Und ja, die Schnullerkette könnten wir jetzt mal hier dran machen. So. So, genau. Okay, dann packen wir den jetzt ein, ordentlich. So, mein Schatz. Jetzt gehen wir noch einkaufen. Ne? So, ich habe hier mal das Schnuffeltuch mit. Falls doch zu sehr neugierige Blicke kommen, dann verdecke ich das gerne mal. Ja, so. So. Jetzt holen wir noch die Tasche raus. So, da müssen wir noch alles reintun wieder. Meinen Kugelschreiber nicht vergessen. Genau. So, ich denke mal, das war's. Und dann werden wir uns gleich im Laden wiedersehen. So. Wir sind fertig, wie man sieht. Ja. Wir warten jetzt auf meine Mama. Irgendwie ist das für mich hier peinlicher, hier im Aldi zu filmen, als bei Kaufland. Ich weiß auch nicht so ganz warum. Aber deswegen rede ich auch so leise. Ja, ich warte jetzt auf meine Mama. Vielleicht kommt sie auch gleich erst, wenn ich einpacke. Mal schauen, ich gehe jetzt zur Kasse. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben.
Ja, ich dachte mir, ich mache heute wenigstens noch mal so einen Abschluss. Jetzt, es ist schon richtig spät, es ist glaube ich schon 11:30 abends. Die drei süßen Mäuse schlafen hier ganz süß und ich habe sie wieder fertig, ich habe die wieder nachtfertig gemacht und ja, die schlafen jetzt ganz süß wieder. Und ja, ich dachte mir, ich mache noch mal kurz einen Abschluss heute, damit der Tag dann halt auch schön abgeschlossen ist. Ja, wir sind nach Hause gekommen, haben unsere Einkäufe verpackt, also weggeräumt und ja, haben dann unser Essen gemacht und haben uns alle drei auf den Balkon gesetzt, also meine Mama, meine Schwester und ich, und haben noch die Sonne genossen, das leckere Essen genossen und ja, wir haben dann noch so ein bisschen schön auf dem Balkon gequatscht, das war dann auch noch so 2 Stunden. Ja, und das war richtig, richtig schön gewesen. Ja, und das wollte ich eigentlich noch kurz als Abschluss erzählen. So, seine süße Eliama, mein Schatz. Ja, der süße Noah. Die schlafen schon ganz süß. Und die süße Sophia. Die schläft auch. Ja. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis bald. Tschüss. Die Katze auch noch. Die Katze auch noch. Was machst du da? Was machst du da? Oh, Nala. Ja, die kriecht immer da unten rein. Immer. Da unten. Jetzt sieht man mal deine Schandtaten, kleines Fräulein. Kuckuck. Kuckuck. Was machst du da? Was machst du da? Ja, wir sagen Tschüss und bis demnächst.